Ja, gucken wir mal, was der Postbote gebracht hat. Schon alles ein bisschen zerfleddert, das Paket. Okay, aber ich hoffe, dass der Inhalt. Also, upsala. Meine merkt ihr noch gut. Ja, das war die Neuheit von den Dampflokomotiven 1972. Und zwar ist das eine Baureihe 18. Die gab es dann auch als 3093 später, da hatte die keinen Rauchsatz. Und diese hier, die 3091, die hatte dann eben serienmäßig einen Rauchsatz verbaut. Mal wieder gucken, ob wir hier was sehen können, von wegen dem Alter. Ah ja, 372, ja, das kommt ja hin, März 72. So, Verpackung ist auch noch recht schön erhalten. Gucken wir uns das gute Stück mal näher an. Mit dem Tender an. So. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass alle Leitern dran sein sollten. Sind hier in dem Fall. Ja, gut, jetzt haben wir hier in der Mitte die Achsen. Bisschen Flugrost. Kann man auch mal wegbürsten. Das ist ja nicht weiter schlimm. Zur eigentlichen Lokomotive. Genau, hier sieht man dann den Rauchsatz drin. Gucken wir gleich mal, ob die Lok läuft und ob sie auch vielleicht sogar noch dampft. Sieht man hier vorne schön Zylinderschutzrohre. Ja, ist recht schön erhalten. Bisschen der Führerstand angedeutet. Klappe von der Feuerbüchse. Und die andere Seite. Bedruckung ist auch schön. Ich halte mir den Finger drunter, nicht, dass das Dampfrohr raussaust. Auch da, ich glaube, allzu viel getan hat die auch nicht. So wie die Radgrenze und der gute Schleifer, der ist ja leicht getauscht, aber die Radgrenze, das sieht doch alles noch ordentlich aus. Gut, ich denke, machen wir jetzt erstmal einen Cut, weil ich habe ja auch den Katalog mitgebracht. Lokomotive, gucken wir, lassen wir gleich noch mal ein bisschen fahren und noch mal ein bisschen rauchen, wenn es denn funktioniert. Hier habe ich eben dann den Katalog von 1972. Mal gucken, ob man ein bisschen zoomen muss. Ach nee, es geht eigentlich. Ne? Das ist ein bisschen aus dem Bild. Ja, 1972. 1972 war natürlich bei Märklin das erste Jahr ganz neu rausgebracht. Die Spur Z 6,5 mm Maßstab 1 zu 220. Das war natürlich ein Knaller, ja, und dann wurde eben überall auch dann so beworben, wie klein die ist. Also hier mit den Streichhölzern als Ladegut. Oder hier fährt sie durch eine Brille. Das war natürlich schon der Knaller, so eine kleine elektrische Eisenbahn. Gut, das musste natürlich dann vorne im Katalog stehen. Hier dann die Vorzüge wieder der vom M und vom K Kunststoffgleis, Startpackung. Den Katalog mache ich vielleicht auch noch mal separaten Video von. Ich habe es nur jetzt eben mal bemüht, weil eben dann 1972 die Baureihe 18 die Neuheit bei den Dampflokomotiven war. Hier ist es zu sehen. Und hier ist er dann nochmal mit Beschreibung.
quatsche immer so ein bisschen in die Kamera. Und ein bisschen vielleicht auch, dass ihr das auch lesen könnt. Ja, war eben dann auch eine Schnellzuglokomotive Baureihe 18. Schönes Modell. 89 D-Mark. Ja, gut, ich denke, wir setzen sie mal auf die Gleise und gucken mal, wie sie läuft und ob sie raucht. Wieder von der Geräuschentwicklung nicht so klasse. So, jetzt noch mal den Trafo unter Strom setzen. Ja, mal gucken, ob sich was tut. Ein Stück. Ja, riecht lecker nach Strom. Aber läuft. Gut, dann gucken wir doch mal, ob sie auch dampft. Gut, dann flößen wir ihr jetzt etwas Rauchöl rein. So ein kleiner Rest ist noch drin. Vielleicht geht das ja sogar. Reicht das ja sogar? Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das ausreichend war. Und ob der Rauchgenerator es generell tut. Ah ja, jetzt zieht sie das.